Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Caesar 3. Es hat jetzt leider ein paar Tage gedauert. Hintergrund war der, ich habe zwischendurch leider ein bisschen gesundheitlich flachgelegen, deswegen konnte ich da nichts aufnehmen. Sorry dafür. Aber jetzt kann es jedenfalls weitergehen. So, ich muss mal gerade mir einen Überblick verschaffen, wo wir stehen. Wir brauchen ein paar Angestellte, ansonsten ein paar Bibliotheken, sonst stehen wir recht solide da. Ich schau mal kurz auf der Karte. Sind Truppen unterwegs? Nein, es greift uns gerade keiner an. Das ist schon mal sehr tröstlich. Goodie, wir haben ja hier angefangen, diese Siedlung auszubauen. Beziehungsweise hier halt ein bisschen Farmgrund. So, und da hier jetzt die Soldaten soweit fertig sind, sollten wir vielleicht das nächste Fort in Angriff nehmen. Aber ich sehe gerade, finanziell stehen wir noch nicht so furchtbar gut da. Auf was steht denn das Tempo? Das kommt mir gerade ein bisschen langsam vor. Ich gehe mal auf 80%. Ja. So, wir haben eine Party gefeiert. Für wen denn? Für Mars. Gut, alles klar. Dann kommt hier die nächste Party direkt. Und wir haben wieder unseren Soundbug. Schön! Wir haben noch keine Akademie. Das finde ich wiederum nicht gut. Wollen wir die hier machen? Vielleicht hier auch? Machen wir mal hier. So, mit der Siedlung, wie gesagt, da müssen wir uns noch überlegen, wie wir damit einigermaßen klarkommen. Ich mache mal hier ein bisschen für mehr Attraktivität. So, und schon haben wir eine Casa, sehr schön. Wir müssen allerdings auch bald mal anfangen, ein bisschen Geschirr zu importieren, sonst kommen wir hier überhaupt nicht vorwärts. Was so die Entwicklung angeht, haben wir denn, ja, Sägewerke haben wir, alles klar. Sind wir denn schon am Möbel produzieren? Nee, ne? Ach doch, klar, hier oben, entschuldigt. Ich, wie gesagt, die letzte Aufnahme ist ein paar Tage her. Seht es mir nach, wenn ich hier unter... ich brauche dringend mehr Präfekten. Ja, sehr toll. Und noch ein Gebäude eingestürzt. Alles andere wäre auch langweilig. So, dann machen wir hier mal einen Ingenieursposten hin und hier eine Präfektur. Hier kommt dann wieder eine Ölmanufaktur hin. Jetzt erstmal gucken, was hatten wir hier. Der Imperator dankt uns. Sehr schön. Handelsbeziehungen ausgedehnt. Wunderbar. Und die Party war ein Erfolg. So, Weizen. Obst. Weizen. Obst. Okay, zwei Obst, zwei Weizen. Wo was steht, ist ja jetzt letzten Endes egal. Nur, dass wir ungefähr wieder so dieses gleiche Verhältnis haben. So, Weizen. Weizen. Obst und Obst. So, was ist jetzt? Angestellte benötigt. Ja, ich weiß es doch, Mensch. So, da werden wieder Hyänen fleißigst abgeknallt. So, wie gesagt, hier haben wir ja, stimmt, hier haben wir ja diesen Test gemacht mit der Mauer, ob das so klappt. Ich bin gespannt. Sollen wir da vielleicht auch mal hier machen? Was wir hier mit der Fläche machen, da bin ich mir noch im Unklaren, ob wir hier auch eine Siedlung machen sollen. Würde sich ja anbieten, weil wir ja hier doch noch ein bisschen Potenzial haben für Nahrungsmittelversorgung. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir finanziell einigermaßen klarkommen, was allerdings gerade doch recht gut aussieht. Ah, Mist, jetzt fehlt hier ein bisschen Wasserversorgung. Hauen wir doch mal ein Zelt weg und dafür einen Brunnen dahin. So, dann kriegen die auch alle ihr Wässerchen. Habt ihr noch kein Essen bekommen? Nee, Tatsache. Unglaublich. So, Geschirr haben wir hier jedenfalls schon mal ohne Ende. Und ich vermute mal, dass wir hier wahrscheinlich am meisten, dass wir hier am meisten die Chance haben, ein paar schickere Häuser hinzubekommen. Deswegen kommt jetzt mal hier ein bisschen Leben in die Bude. Und verdammt, ich habe nicht aufs Geld geachtet. Zack, wieder verschuldet. Und eine entfernte Schlacht. Ja, alles andere wäre auch langweilig. Stimmt, Möbel exportieren wir Eisen auch. Wo war denn unsere Eisenproduktion? Hier oben, ne? Mhm. Sollen wir hier nochmal so eine Eisenproduktion machen, dass die Lager hier oben schneller befüllt werden vielleicht? So, wo wollt ihr jetzt hin? Wahrscheinlich Möbel kaufen, ne?
Nein, ihr bringt das Schiff vorbei. Ja, sehr schön. Machen wir noch mehr Schulden. Aber gut, wir brauchen ja das Geschirr letzten Endes, von daher. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich bestimmt nicht hierher segeln. Wenn es nach mir ginge. Ach komm, echt jetzt? Gut, wartet mal, dann machen wir mal Rohmaterial, Eisenmine. Hauen wir mal hier ein bisschen was raus. Was ist jetzt hier eingestürzt? Der Präfekt, ja super. Dann hier einmal der Präfektin, hier einmal einen Ingenieursposten hin. So, und ich befürchte, wir müssen der Stadt mal was spenden, weil ich glaube, alleine kommen wir nicht so ganz aus dem Quark. Wir machen mal wieder 2000, damit wir ins Plus kommen. Oh, warte jetzt. Tempel des Merkur, ja, ganz großes Tennis. Kann man nicht irgendwas an Nahrungsmitteln exportieren? Ja, Obst, ne? Dann sollten wir vielleicht wesentlich mehr Obstfarmen aufstellen. Also sollten wir, wir sollten sowieso natürlich mehr Farmen aufstellen, gar keine Frage. So, dann hier noch einen Perfekten und einen Ingenieurspost, bevor uns hier gleich wieder alles einstürzt und wir sind wieder verschuldet. Schön, mein Gott. Irgendwie so richtig aus dem Quark kommen wir irgendwie hier scheinbar noch nicht. Und ich frage mich, wer hier sich das Geschirr krallt, weil ich sehe hier noch nirgendwo eine Verbesserung. Du hast Geschirr, aber ach, hier fehlt das Badehaus, daran liegt's. Können wir irgendwo was wegnehmen? Komm, wir nehmen dich weg. Machen dafür hier eine Straße hin. Moment, da kommt der neue Tempel hin und hier kommt das Badehaus hin. So. Dann dürfen wir hoffentlich bald alle zufrieden sein. Und die 3000er Marke wurde schon mal überschritten. Das ist schon mal schön. Und da kommt jetzt wieder Geschirr, weswegen wir ins Minus geraten werden. Deswegen schnell eine kleine Spende. Wir haben ja Gott sei Dank genug auf unserem Privatkonto. Ja, Wohlstand brauchen wir definitiv viel mehr. Kultur auch. So. Was ist jetzt? Gute, aber nicht ausreichende Unterhaltung. Ja, das ist natürlich schlecht. Machen wir doch mal hier oben ein Amphitheater hin. Und dann machen wir da ein Löwenhaus. Hoffentlich kriegen wir auch genug Arbeiter ran an die Stelle, weil dann können die hier schön vorbeilaufen und dann klappt das alles. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Das macht eigentlich wenig Sinn, dass wir hier die Lagerhäuser stehen haben, wo das Handelszentrum ist. Das würde viel mehr Sinn machen, wenn wir die so, sagen wir mal, hier hätten. So einigermaßen zentral, dass sie unten auch alle Geschirr bekommen. Dann dauert zwar der Import und Export ein bisschen länger, zumindest was die Seeseite angeht, aber... Ja, wobei, Moment, wir können ja... Nee, wartet mal. Wir können auch sagen, dass wir dann hier, Gemüse und Möbel und Eis und so, dass wir das alles dann zum Strand bringen hier quasi und der Rest, der wird halt hier unten gelagert. Ich glaube, die Idee finde ich gar nicht mal schlecht. So, jetzt haben wir doch ein paar Taler auf dem Konto, deswegen gönnen wir uns mal eine Runde. Weder Krankenhaus noch Klinik, ja, das geht ja mal gar nicht. Da kommt jetzt erstmal ein Arzt hin. Und hier oben ein Krankenhaus. Also hier, da ist immer noch kein Zugang zum Badehaus, ja meine Fresse, nee. Ja, die Wegfindung, die ist manchmal ein bisschen unlogisch. Warte mal, reichen die Wasserrohre bis da oben? Ja, komm, wisst ihr was? Dann reißen wir dich ab und machen dafür ein Badehaus da oben hin. Na, guck, es wird doch so langsam ein Schuh draus. Ach so, das hier steigt bald auf, sehr gut.
Ja, guck, was fehlt hier noch? Schule! Ja, Schule kriegen wir doch hin. Will ich doch zumindest mal meinen, dass wir das hinbekommen. Guck an, selbst hier unten lupft es einigermaßen. Dann machen wir doch mal für mehr... Also hier... Imperator mit Öl. 30! Alter, bist du gierig. Leck mich am Arsch. Entschuldig bitte, aber... So, das wird jetzt erstmal gehamstert. Sorry, aber 30 ist schon echt hart. Yay, es brennt. Und der Präfekt wäre gerade da gewesen zum Kontrollieren. Ja, ganz toll. Aber sehr schön, mein Plan hier mit dem Eisen scheint zu klappen. Die kommen auf jeden Fall genug an Arbeiter. Finde ich schön. Ja, jetzt braucht ihr auch nicht mehr, Jungs. Nett gemeint, aber danke, aber nein, danke. So, wartet mal. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen die Siedlung erweitern. Warte mal, wie weit macht denn ein Brunnen hier? Ach, da steht der Tempel. Okay, aber wir können ja hier hinten noch ein Reservoir hinmachen. So ist das ja nichts, ne? So. Brunnen. Mach mal hier, dass wir hier noch Platz haben, das Gebiet zu verschönern, weil die Legionsgebäude ja dann doch eher... Oh, jetzt habe ich hier, glaube ich, ein bisschen gepennt. So, wir weisen jetzt trotzdem mal die Gebiete hier in der Mitte aus. Auch wenn es vielleicht suboptimal ist, aber es wird schon passen, hoffe ich. War das jetzt? Feinde rücken näher. Ja, sollen sie machen. Könnten wir mal hier eine kleine Mauer errichten, dass die einfach nicht hier unten durchrushen, dass wir, wenn sie von hier oben kommen, die dann auch entsprechend Gebühren empfangen können. Wie schaut es hier aus? Ach, ein Barbier fehlt hier noch. Ja, dann, das kriegen wir doch mal hin. Sogar zwei Barbiere. Ha! Der Wahnsinn. Oh, da haben gerade einige Leute ihr Haus verloren. Leute, ihr müsst doch nicht abhauen. Hier ist doch alles da. Okay, zu unattraktiv, dass ihr selbst zum großen Zelt kommen könnt. Das ist schon hart. So, warte mal eben. Perfekt. Und Ingenieursposten machen wir hier mal hin. Märkte wären vielleicht auch nicht verkehrt. Fällt mir gerade mal so sieben Tage ein. Hä, habe ich nicht hier gerade einen Markt hingeknallt? Na egal. Und schon wieder hier hinten. Was ist denn los? Meine Fresse. Gut, dann muss da definitiv noch ein Perfekt hin. Stellen wir am besten da auch noch einen hin. Gott, hier brennt aber auch die Hütte. So, und hier einmal der Markt. Zack. Echt immer noch zu unattraktiv. Wartet mal. Wir schauen mal kurz. Handel, Attraktivität. Oi, oi, oi. Okay, das ist echt hart. So, das mindert das nur bedingt. Müssen wir wohl hier noch ein bisschen schicker machen. Ja, sieht schon besser aus. Da kann man auch noch was schicker machen. Hier oben bestimmt auch. Kommt hier noch ein Badehaus hin. Boah, echt jetzt. Und wisst ihr was, dann machen wir hier mal eben noch zwei Gärten hin. Reicht immer noch nicht.
Dann halt noch zwei Gärten. Soll mir recht sein.